Leute, und damit herzlich willkommen zurück im FM14 Let's Play mit unseren Wölfen und hier zum Part Nummer 155. Wir sind hier im Champions League Viertelfinale im Rückspiel gegen den FC Bayern München. Und ihr habt bestimmt die Champions League Hymne gehört. Dazu gibt es ein Tutorial vom guten Ghost Rider XXL, da könnt ihr mal reinschauen. Und er hat gezeigt, wie man das machen kann im laufenden Spiel. Einfach die Einlaufmusik und Turmhymne zu ändern. Und jetzt sind wir hier zurück im Spiel. Sind in der vierten Minute. Bender hier auf Jesse, der spielt zurück auf Rodriguez. Der auf Bender, der zurück auf Rodriguez. Der auf Jesse, der nicht im Abseits steht. Jesse, Flanke nach innen, Martial! 1:0! Klasse! 8. Minute, 1:0 Führung, Martial mit dem 10. Champions League Treffer. Hier sehen wir das Tor, 1:0 führen wir jetzt hier schon in der 8. Minute beim FC Bayern. Klasse! Und da scheinen meine taktischen Veränderungen zu funktionieren, aber bis jetzt noch nicht, Mandzukic. Aber Benaglio ist da und rettet. Abschlag hier von Rodriguez auf Jesse. Jesse. Immer noch Jesse. Kommt nicht vorbei am Boateng. Bender auf Dresch. Der auf Arnold. Setzt sich hier gegen Alaba durch. Flankt auf Rodriguez. Okay. Der nach innen. Aber Neuer ist da zur Stelle und klärt. Molon da mit dem Kopf in die Füße von Kroos. Götze. Blank nach außen hier im verregneten Ribéry. Im verregneten Regen hier. Und Ribéry mit dem Ball ins Aus. Bender, der am Ball ist. Von Kroos hier angegangen wird. Es gibt den Freistoß hier für uns. Morlon da mit dem Ball auf Jesse. Flankt nach innen. Aber dort ist kein Abnehmer. Götze. Gustavo ist da. Verliert den Ball. Setzt aber nach. Holt ihn sich zurück. Rodriguez. Abgefälschter Ball. Sneijder hier im Nachschuss. Es gibt Ecke. Und ist eine Sache hier für unseren Holländer. Dem guten Wesley Sneijder. Auf Martial, der legt ab auf Dresch, der auf Rafinha. Oh, in die Beine von Müller. Mandzukic ist natürlich jetzt ganz frei. Müsste der Ausgleich sein. Glanzparade Benaglio, Gott sei Dank. Ball bleibt aber noch im Feld. Kroos mit dem Pass ins Aus. Wir sehen hier die Wiederholung. Versucht es einfach mal geradeaus ins Aus. Und es gibt hier Abstoß für Benaglio, der heute den Vorzug vor Courtois bekommen hat. Rodriguez auf Molon da. Der auf Arnold. Kommt hier schön vorbei. Flankt jetzt auf Bender. Lahm fault ihn und es gibt Freistoß in die gelbe Karte hier. Für den Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, Philipp Lahm. Und es gibt jetzt hier den Freistoß von Wesley. In die Arme von Neuer. Aber wir können sagen, 28 Minuten sind hier gespielt. Wir führen mit 1:0. PSG führt jetzt durch das Tor von Edinson Cavani mit 1:0 gegen PSG. Jesse kommt hier dran, Kopfball, Bender ist da. Mit dem Kopf, er hätte klug jetzt einen Pass machen können. Und es stünde hier wohl möglich 0:2. Was die Bayern hier in Zugzwang bringen würde, aber Molon da wirft, schlägt jetzt hier den Ball einfach ins Aus. Lahm auf Götze. Der den Ball ins Aus, es gibt Einwurf.
wenn wir das jetzt klug machen hier, Snyder, Bender auf Jesse, Martial. Oh, schade, dass hier jetzt niemand steht. Wallon da. Verliert den Ball, Götze auf Groß. Groß jetzt hier ganz alleine durch. Groß, immer noch Toni. Mit dem Ball ins Aus, Gott sei Dank. Und jetzt gibt es hier Abschlag für Benaglio. 38 Minuten sind gespielt. Bis jetzt steht die Sensation und wir würden den FC Bayern München hier rauswerfen. Rafinha auf Arnold. Arnold, immer noch Arnold. Kommt nicht vorbei an Alaba. Aber der wirft den Ball hier ins Aus. Das ist vielleicht die Möglichkeit. So. Das war nix. Keiner holt sich den Ball hier. Groß auf Götze, der auf Schweini. Schweinsteiger auf Götze. Götze auf Mandzukic. Und Gustavo schnippt hier ihm den Ball weg. Rodriguez. Ball kommt hier nicht. Auf Arnold Ribéry mit der Flanke nach außen auf Lahm. Boateng auf Schweinsteiger, der auf Groß. Immer noch Toni. Aber Benaglio ist hier zum Glück da. Und Halbzeit. Wir führen hier mit 1:0 in Bayern. Führen damit jetzt hier schon mit 3:1 Bayern München. Müsste zwei Tore jetzt noch machen. Und wir führen seit der 7. Minute und sehen es hier. Schalke führt 1:0 gegen Inter. PSG führt 2:0 und Barcelona 2:0 gegen Schachtar Donetsk. Und jetzt gucken wir mal in die Spielergespräche. Loben hier mal einen Benaglio. Motivieren einen Mollanda. Motivieren Snyder. Motivieren Martial. Und motivieren Arnold. So, Ricardo Rodriguez bekommt nochmal eine Massage. Und hier Jesse. Halbzeitansprache, so haben wir uns das vorgestellt. Hab vor dem Spiel gesagt, gebt euer Bestes. Und wechseltechnisch lassen wir das mal und gehen dann so rein. Und hoffen jetzt mal auf eine gute zweite Halbzeit. Sehen Sie, Snyder hat den Ball. Kommt nicht vorbei an Schweinsteiger. Rodriguez. Immer noch Rodriguez, Rodriguez. Kommt vorbei. Flanke auf Arnold. 2:0. Klasse. Drittes Tor der Champions League, 50. Minute. Wir führen hier mit 2:0. Und ein Parabass hier von Rodriguez, Arnold. Wunderschön hier ins kurze, lange Eck. Neuer ohne Chance. Gott sei Dank. Das nimmt uns natürlich hier eine große Last weg. Weil Bayern müsste jetzt hier schon 4 Tore machen. Und wir können das Halbfinale planen. Hätte uns gar nicht so weit eingeschätzt in der, am Anfang, zu Beginn der Saison. Mollon da mit dem Pass. Schweinsteiger auf Müller, der ins Aus. Und wir können es jetzt ein bisschen gemächlich angehen. Aber ich glaube, ich lasse es jetzt mal. Sehen hier Rodriguez mit dem Pass auf Jesse, der auf Bender. Arnold nach vorne, Martial. Schade. Aber es war eine gute Überlegung hier von uns zum Arnold. Neuer mit dem Abschlag. Arnold kriegt den per Kopf. Dresch kann hier den Ball sich schnappen, aber
Ribéry hat schon wieder die Kugel auf David Alaba. Fresh, wunderbar. Zu kurz Boateng. Auf Götze, der kommt vorbei. Glanzparade Benaglio, klasse. Und jetzt kommt Thiago für Schweini. Okay, soll ich da was machen? Er hat eine 75. Könnte Dresch mal auf ihn ansetzen. So, und wir können jetzt mal den guten Gomez reinbringen. Und sehen ihn mit der 33 hier an alter Wirkungsstätte zurück hier in München. Aber für uns als neuen Arbeitgeber der Fußballer des Jahres 2014. Götze, Mandzukic stand im Weg. Jetzt die Möglichkeit für uns, Gomez. Ist alleine durch, Gomez. Schneider. Glanzparade Neuer. Das wäre hier fast die endgültige Vorentscheidung gewesen. Schneider. Kopfball Molanda, aber... Der war von Gus und Böse geschossen hier. Arnold. Auf Schneider. Der zurück auf Gustavo. Und Schneider legt jetzt hier den Münchner um. Aber ich nehme ihn jetzt mal raus. Kommt Kevin De Bruyne für ihn rein. Und hier sehen wir Diego Contento und bei uns Kevin De Bruyne. Boateng auf Mandzukic, der auf Müller. Und der versucht es einfach mal. Aber Benaglio ist da zur Stelle. Im nach wie vor verregneten München. Sein Abschlag war hier ein bisschen zu schlecht gespielt. Jesse kriegt den Ball hier. Leitet sofort eine Offensivaktion ein, De Bruyne. Zurück auf Dresch. Fehlpass groß. Und es müsste jetzt die Konterchance sein für die Münchner. Über Mario Götze. Fehlpass von Rafinha auf Ribéry. Und Mandzukic verkürzt hier zum 1:2 in der 73. Minute. Hier sehen wir es jetzt nochmal. War auch zu einfach hier für den Kroaten. Und jetzt kommt Xherdan Shaqiri für Lahm. Okay. Und ich setze jetzt mal hier auf Zeitspiel an. Es war früh, aber wir versuchen es jetzt mal. Gustavo auf De Bruyne. Auf Bender. Wir haben jetzt noch 12 Minuten. Wir stehen bislang jetzt hier. Im Halbfinale, Bayern müsste jetzt noch 2 Tore schießen. Gomez verliert hier den Kugel, kann ihn aber sich nicht nachholen. Molanda auf Dresch. Der auf De Bruyne. Aber kein Problem hier für Neuer. Und ich wechsle jetzt hier Schürrle nochmal ein. Neuer hier mit dem Abschlag. Und Dresch kriegt den Ball auf De Bruyne. De Bruyne auf Gomez, aber der stand im Abseits, schade. Und es kommt hier André Schürrle nochmal in die Partie. Müller auf Contento. Der auf Bartstuber. Gustavo. Bartstuber ist da. Und ich muss mich so langsam darauf einstellen, dass wir im Halbfinale der Champions League sind.
Ich kann es nicht fassen. Aber ich wusste ja, dass mit dieser Mannschaft alles möglich ist. Thiago auf Mandzukic. Der mit dem 2:2. In der 89. 7. Tor in der Champions League. Lässt sich hier feiern. War auch ein schönes Tor hier. Aber es wird nicht reichen für die Münchner. Weil es steht bislang hier 4:3. Nach Addition würde jetzt der FC Bayern ein Tor machen, würde es wieder eng sein. Aber da wären wir trotz der Auswärtstore hier weiter. Thiago kriegt hier nochmal die Kugel. Rafinha klärt. Und Schlusspfiff. Wir spielen hier mit 2:2 gegen den FC Bayern München und stehen im Halbfinale der Champions League. Hier sehen wir unsere Mannschaft hier am Feiern. Und wir haben es geschafft. Mit diesen 2:2 Unentschieden stehen damit im Halbfinale der Champions League und warten dort auf Schalke 04, PSG und FC Barcelona. Und ich bin echt mal gespannt, wen wir davon kriegen werden. Und ich würde mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich über den Daumen nach oben freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann könnt ihr gerne ein Abo dalassen, verpasst keine Folge. Und wie es weitergeht mit der Auslosung im Halbfinale und der Vorbereitung auf das Spiel gegen Mainz am 29. Spieltag, seht ihr dann im Nachbericht. Macht es gut, euer Sphinx Mido 007. Servus.